Ja, hallo und herzlich willkommen zur NXT Review vom 25.11.2015. Es ist einiges passiert heute und das bespreche ich heute gemeinsam mit dem Micha. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, was auch immer. Genau, Gude. jetzt findet NXT wieder statt, also eine Review. Das hat ja in der letzten Woche nicht ganz funktioniert, da wir einfach aus zeitlicher Hinsicht nicht geschafft haben, eine Review aufzunehmen. Aber dafür kommt diese Woche eine. Kann man sagen. Ja, auch verspätet, aber naja, wenigstens kommt überhaupt einer. Richtig. Und ja, wir sind auch nur Menschen, von daher kann das ja auch mal so sein. Gut, da würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt an. Und zwar gab es heute ein Contract Signing. Und diesmal, was mich ehrlich gesagt gewundert hat, war, stand Michael Cole im Ring. Ja, ich habe mich auch nicht gefreut, ihn zu sehen, aber ganz ehrlich, ich habe mir dann nicht viel bei gedacht. Sag mal, okay, Michael Cole ist da. Man will halt NXT ein bisschen auf Raw-Niveau bringen und deshalb hat man Michael Cole dahingestellt. Und naja, er hat ja immerhin die Fresse gehalten, er hat nicht viel gesagt und das war auch gut so. Und er hat halt erzählt, dass er William Regal vertreten wird, weil er sich noch einer Nackenoperation unterziehen muss und ja, ich Get denke, well man soon. kennt die Bilder von seinem Nacken. Ja gut, get well soon, die Nackenverletzung ist jetzt schon 3 Wochen her oder so. Ja, aber trotzdem. Gute Besserung. Ja. Ja, dann gab es halt Contract Signing ein bisschen und Michael Conn hat noch erwähnt, dass heute Abend Bayley gegen Eva Marie antritt um den NXT-Titel. Oh mein Gott. Das sprechen wir Ja. später an. Oder? Ja, Genau. besser ist es. Ja, wie gesagt, gibt es jetzt die Vertragsunterzeichnung für das NXT-Title-Match am 16. Dezember in London. Da ja NXT TakeOver London in London stattfindet, da denke ich mal, ist klar. Übrigens, wir Deutschen können es auch gucken und zwar am 18. Dezember in der Nacht von dem 18. auf den 19. Ich glaube, um 1:30 so um den Dreh. Auf jeden Fall so um den Zeitraum und könnt ihr Auf euch kommen. ProSieben Max auf jeden Fall. Richtig, bei NXT. Ich finde es eigentlich schade, dass es nicht live kommt, weil, soweit ich es weiß, kommt ja TakeOver London ja um eine relativ geile Zeit für uns Deutsche eigentlich. Und zwar um, ich glaube, 8:30, glaube ich, startet es bis 23 Uhr. Und ja, Echt? Ich eigentlich. dachte, wir können es erst um 9:30 oder so gucken. Nee. Wir können es sehr früh gucken. Also live auf jeden Fall nicht. Also am 16. Dezember um 8:30. Genau, 8:30 bis 11, genau, so um den Dreh. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Uhrzeiten, da werde ich mir natürlich live anschauen. Ja, ich denke, also wenn es wird ja um so eine geile Zeit kommen, und da werde ich mir es auch angucken. Was ist denn das für ein Tag? Ist es ein Samstag wieder? Nee, Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch ist schlecht. Oh, scheiße, muss Ja, arbeiten. scheiß drauf. Ach, nimmst du frei Ja, dann. richtig. Aber passt da. Ja, scheiß drauf. Ist egal. Ist ja, wenn es nur bis um 11 oder bis um 12 geht dann abends, dann ist es okay. Genau. Bald können wir es ja auf den Dann WWE passt Network es. schauen. Da verpassen wir ja eh nichts, weil das kann man ja alles im Nachhinein immer direkt schauen. Richtig, das WWE Network wird ja auch bald erscheinen. Am 5. Januar, für diejenigen, die es holen wollen, wir nicht. Jonas hat ja ein Video rausgehauen, wo er die positiven und die negativen Aspekte von dem WWE Network anspricht. Das könnt ihr euch auf dem Kanal anschauen. Sehr, sehr interessantes Video, kann man sagen. Ja, sehenswert. Ja. Genau, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt nochmal zurück zur Vertragsunterzeichnung. Und ja, Finn Balor hielt eine kurze Promo, sagte, ja, dass er sich der Herausforderung stellen will, dass Samoa Joe in die A Augen gucken sollte und so weiter und so fort. Dann kam Samoa Joe raus, ging in den Ring, unterschreibt den Vertrag, guckte Finn Balor kein einziges Mal an, obwohl Finn Balor es ihm aufgefordert hat und geht wieder. Sehr, sehr geil. Ja, das war geil. Nur was dann kurz danach passierte, fand ich nicht so geil. Denn Baylor, ja, ist da halt ein bisschen. Also, er hat dann so quasi gesagt, oh, warum gehst du jetzt? Und guck mich an, wenn ich mit dir rede und keine Ahnung, sowas halt. Und
Dann hat er halt noch unterschrieben, ist dann auf die Stage gegangen und wurde dann hinterrücks von Joe angegriffen, was man eigentlich kommen sehen hat, was ich ein bisschen bescheuert fand, weil ich denke, jeder hat gewusst, dass der Joe dann nochmal kommt. Ja, das hat man schon ein bisschen erwartet, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Also, wie gesagt, das Contract-Signing war an sich geil. Erwartet man eigentlich auch bei NXT, kann man sagen. Hat man sehr, sehr cool gemacht, wie Samoa Joe einfach Finn Balor einfach gar nicht anguckt. Fand ich sehr, sehr geil gemacht, weil man so, ja, den Hass so ziemlich sieht von Samoa Joe auf Finn Balor und dass er unbedingt diesen Titel haben möchte und einfach keinen Respekt zeigt. Also hat man sehr, sehr gut verkörpert, hat die Crowd auch abgefeiert. Auf jeden Fall und ja, genau. Ja, wie gesagt, die Attacke, das war zu erwarten, aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, war jetzt nichts Schlechtes, Ja, finde es ich war jetzt jetzt. nicht irgendwie, dass ich sage, schlechtestes Segment ever oder so, weil Dates dann noch attackiert wurde, aber man hat es kommen sehen. Also, Ja, ich denke, klar. jeder hat damit gerechnet. Auf jeden Fall. Aber allgemein fand ich es sehr, sehr cool. Ein cooler Opener. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt zum ersten Titelmatch des Abends und zwar zum WWE NXT Tag Team Title Match zwischen Dash und Dawson gegen die Vaude Villains. Ja, fand ich echt gutes Match. Es war ein schnelles, schönes Tag Team Match. Dash Bailey und Scott Dawson gefallen mir, also zumindest gefallen sie mir immer mehr. Ich konnte ja anfangs mit denen nicht so viel anfangen, aber ich sehe jetzt nach einer Zeit, die sind echt ordentlich im Ring. Die Vaude Villains auf der anderen Seite natürlich auch. Nur das Gimmick. Und ja. Ja, Ja, fand das ich. Gimmick ist geil. Ja, also von Dash und Dawson auf jeden Fall. Von den Vaude Villains finde ich es nicht so geil, weil man daraus nicht viel gemacht hat. Ich fand. Och. Am Das fand Anfang ich ja, aber richtig geil. mittlerweile. Allein schon der Entrance. Der Entrance ja, aber was man Ja, so gut. Nach Storyline-mäßig gemacht einer hat. Weile, dass es nach einer Weile langweilig wird, ist ja klar. Ja, und ich fand den Das ist Tag Team immer hier. Title Run von den Vaude Villains auch nicht so geil, weil manchmal wusste man gar nicht, ob die jetzt wirklich Champs waren oder nicht. Dann denkt man so, kommen die schon und so, ach, das sind ja die Tag Team Champions. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Dash und Das ist Dawson, kann ich dir richtig. nur zustimmen. Super Tag Team, gefällt mir. Am Anfang waren sie Jobber und was die man aus denen gemacht hat, sehr, sehr stark. Und ja, wird, denke ich mal, ein cooler Title Ja, Run, das Match. das macht ja NXT gerne. Mal so irgendwelche random Tag Teams aufbauen, wie Chad Gable, Jason Jordan, wie Blake und Murphy, wie jetzt hier halt Dawson und Wilder. Und das macht man schon ordentlich bei NXT. Gerade weil eigentlich fast kein Tag Team wirklich richtig gesquasht wird, was ein Vorteil ist. Das ist halt immer so, die kriegen halt ihre gewisse Zeit, können was zeigen und dann können sich die NXT-Booker oder auch die Offiziellen da eine Entscheidung treffen, baut man die auf, baut man die nicht auf. Und das finde ich an sich eine coole Methode. Nicht so wie bei der WWE, bei den Main-Shows, wo die nach einer Minute gesquasht werden. Das ist für mich keine richtige Lösung. Also so wie es NXT momentan macht, finde ich eine gute Lösung. Ja, bei NXT sind die halt alle auf einem Niveau ungefähr zumindest. Also natürlich sieht man Unterschiede zwischen, was weiß ich, Enzo Amore und Finn Balor. Aber gerade Tag Team-mäßig werden die alle schon relativ gleichwertig dargestellt und werden nicht einfach nach 2 Minuten weggehauen. Ja, auf jeden Fall. Also man hat es ja im Tag Team-Turnier gesehen, dass auch Dawson und Wilder, die neu etabliert sind, auch Enzo Amore und Colin Cassidy rausgeschmissen haben. Oder Wo dass sie wir zum gleich Beispiel, zum oder nächsten Segment kommen. genau, und was man auch dazu noch sagen kann, dass Enzo Amore und Colin Cassidy mal ein Match zwischen den beiden hatte, was vor 2, 3 Monaten her war und die überraschenderweise gewonnen haben, was eigentlich keiner erwartet hat und was man daraus letztendlich gemacht hat, finde ich sehr, sehr gut und jetzt. Was du gerade kurz angeteasert hast, gab's der Return von Cassidy und Amore. Sie attackierten Dash und Dawson und vertreiben sie aus dem Ring. Ich denke, es wird ein Match bei Takeover London zwischen den beiden auslaufen. Ja. Ja, und außerdem muss ich sagen, ich freue mich darauf richtig, weil allein der Entrance. Der Entrance von Enzo Amore und Colin Cassidy vor so einer großen Crowd wird richtig geil. Und das muss man als Opener bringen, um die Crowd richtig anzuheizen. Ja, ich sehe aber im Moment auch, wie gesagt, noch nichts anderes, was man als Opener verwenden könnte.
Ganz simpler Grund. Die Matches, die bis jetzt feststehen, sehen eigentlich schon alle also ziemlich stark aus. Und deshalb muss das eigentlich der Opener sein, weil ein Corbin gegen hier Dingenskirchen, wie heißt er? Cruiser. Hey, Dingenskirchen oder so. Genau, kann man nicht in den Opener stellen. Man kann auch logischerweise nicht den NXT-Titel in den Opener stellen. Man wird auch nicht die Diven in den Opener stellen. Das macht man auch nicht bei NXT. Also da bleibt nicht mehr viel übrig. Also, Das ist außer es gibt wieder richtig. ein paar random Matches mit Tyler Breeze. Ja, okay. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall freue ich mich auch auf dieses Match zwischen den beiden. Obwohl ich sagen muss, ich würde schon gerne Jordan und Gable sehen. Aber naja, Enzo Amore kann man jetzt sehen, finde ich auch nicht schlecht. Ich mag die beiden ja auch. Ja, haben die nicht letzte Woche sogar, ich habe NXT letzte Woche nicht gesehen, haben nicht Gable und Jordan hier die Ascension besiegt? War ein gutes Match. Da kann man die doch noch damit reinschmeißen in ein Triple Threat Tag Match. Oder es gibt halt noch in den Ja, nächsten Wochen stimmt. Cassidy und Amore gegen Gable und Jordan um Number One Contender halt. Ja, das wäre eine geile Idee. Also, ich kann mich mit allen anfreunden. Also, ein Triple Threat Match, Tag Team Title Match. Würde ich mich freuen, auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gut, würde ich mal sagen, gehen wir direkt weiter. Und zwar, das habe ich geskippt, ehrlich gesagt, das Interview mit Eva Marie. Vielleicht hast du das angeguckt. Naja, gut, Interview. Die standen halt da und quasi es wurde halt nur Nia Jax vorgestellt, die jetzt an der Seite von Eva Marie heute stehen wird. Was ich persönlich gut finde. Also ich finde es passend sogar. Also Eva Marie ist ja ganz klar Heel, logisch. Und da so ein Riesen als, in Anführungszeichen Riesen, als Bodyguard, sage ich mal, ist eigentlich ganz cool. Das haben Ja, wir schon naja, in der Jax auf jeden Vergangenheit Fall. gesehen, wenn wir mal weit zurückgehen mit Shawn Michaels und Diesel, wenn wir mal nicht so weit zurückgehen, kann man vielleicht auch AJ Lee und Tamina sagen. Das hat gepasst. Das fand ich cool. Und Ja, genau, zu Eva Nia Marie. Jax kommt ja. Ja. Ne? Ja, Nia Jax ist ja ähnlich wie Tamina, würde ich sagen. Und ich denke, das ist ganz gut, wenn man die so weiter an einer Seite hält. Oder Ja, auf obwohl zu derselben Eva Seite, wie auch Marie immer. habe ich eine klare Meinung. Ich denke mal, da bist du auch ein bisschen Seite. Ich weiß nicht, hast du es letzte Woche mitbekommen, was da passiert ist mit Eva Marie? Was meinst du? Am Ende, nach dem Match zwischen Bayley und Alexa Bliss, das Match fand ich persönlich ganz gut, aber es, natürlich kam es jetzt nicht an Takeover ran, die ganzen Matches, aber wie gesagt, das Match Dass fand die ich dann, gut. als sie dann rauskam oder was Ja, und eine genau. Promo gehalten hat oder was Genau, meinst du? genau. Ja, gut. Kam halt nicht viel zu Wort, weil sie halt weggebuht wurde. Jetzt ist die Frage, Mick Foley hat sich ja geäußert, dass die NXT-Crowd respektlos sei und so weiter und so fort. Was denkst du so darüber? Ja, stimmt. Ist richtig. Weil man gibt ja Eva Marie. Okay, ja, bei Eva Marie würde ich das nicht so sagen. Also da kann ich es verstehen, dass die Crowd da ein bisschen abgeht, weil Eva Marie hätte Carmella fast gekillt. Und die hat dadurch quasi ihre Chance theoretisch verspielt. Aber ich finde, jeder verdient eine zweite Chance, würde ich jetzt sagen. Und ich habe Eva Marie noch nicht abgeschrieben, weil wir kennen die WWE, da kommt es dann immer aufs In-Ring können an. Aber Eva Marie kann eine wirklich gute Heel-Diva werden. Betonung Das liegt auf Kahn. Potenzial ist da, nun was man oder wie man die aktuell pusht, das geht mir so auf den Sack, weil zum Beispiel mit ja, Carmella hast du schon erwähnt oder ihre Promos, ihre Matches. Als sie debütiert ist, da habe ich gesagt, okay, nicht schlecht. Wenn sie sich weiterentwickelt, dann Das war wird's geil, was. ja. Dann wird's was. Aber wie ich mittlerweile so sehe und Das alles, ne? Debütmatch sah ja auch nicht schlecht aus. Das sah nicht schlecht aus, aber sie hat sich ja nicht weiterentwickelt. Also ich stehe bei der Nullentwicklung, bei der gar nichts aktuell. Und ich verstehe nicht, und den Spot, den sie kriegt, oder den sie heute auch gekriegt hat, den hat sie einfach nicht verdient. Und ich kann die Crowd total verstehen. Und ich hätte auch, glaube ich, ausgebucht, wenn man überlegt, eine Eva Marie kriegt eine Chance, aber zum Beispiel eine Emma, eine Asuka. Okay, Asuka ist vielleicht ein bisschen zu früh, oder Dana Brooke und so weiter. Das wäre viel, viel besser gewesen. Oder man hätte die Fehde mit Bliss noch weiter gestreckt. Weil Bliss ist nicht schlecht und Bliss ist auf jeden Fall besser als Eva Marie. Und gerade auch als Heel. Also Bliss ist sowohl eine gute Face als auch eine gute Heel. Das hat man ja gesehen, das beweist sie auch.
Und von daher, Eva Marie, dass die da Ja, ausgebuht habe, kann aber man verstehen. ich Und da finde fand ich die Marie. Aussage von Mick Foley nicht berechtigt, so ziemlich. Also ich kann verstehen, dass sie bei manchen Sachen die Crowd natürlich komisch ist, aber ich kann die Crowd von NXT sehr viel nachvollziehen und so weiter und so fort. Aber was Mick Foley zum Beispiel diese Woche zu Raw gesagt hat, da bin ich hundertprozentiger Meinung. Es ist halt zwiegespalten. Ich finde, die NXT-Crowd hat sich auch an sich verbessert. Vor ein paar Monaten war das noch wesentlich schlimmer, wo dann irgendein Neuling direkt mit You're a Jobber begrüßt wurde oder so und nur die Indie-Guys abgefeiert wurde, was ich halt scheiße fand. Und dass die halt nur noch ihre Indie-Guys sehen wollten und die NXT-hauseigenen Produkte nicht mehr so gefeiert wurden, fand ich halt schade. Und das hat sich aber jetzt mittlerweile gelegt. Es wurden zum Beispiel auch Leute wie jetzt hier Ty Dillinger angenommen mit dem Perfect Ten. Das wurde ja auch angenommen und das ist von NXT selber kreiert worden. Und die Bayley Crowd hat sich da und, auch also Bayley und wesentlich Sasha gebessert. Banks gehören aber auch dazu. Also Sasha Banks Ja, war ja auch die keine Diven richtige würde ich da Indie, ne? erstmal außen vor lassen. Okay. Aber so allgemein halt jetzt. Und Aber bei bei Eva Eva Marie Marie. ist es halt was anderes. Ich denke, die NXT-Crowd sieht in Eva Marie sowas wie die weibliche Form von Roman Reigns. Bei Obwohl ich sagen NXT, muss, die dass einfach. Roman Reigns besser ist. Also wenn ich die beiden vergleiche, ist Es, Roman ja, Reigns aber besser. sie ist halt solide. Aber gehört auf jeden Fall nicht zu den Top 4 oder 5 von den NXT-Diven und sollte deshalb auch nicht um den Titel kämpfen. Nee, ich bin ja auch kein Eva Marie Hasser. Das ist genau wie bei Roman Reigns. Das ist an sich, es ist einfach, der Push ist einfach zu früh. Wenn man Eva Marie, sagen wir mal, 2 Jahre Zeit gibt, meinetwegen, oder zwei, ein Jahr, keine Ahnung, ne? Sich verbessert, alles an sich arbeitet und dann hat sie nochmal ein Match und so weiter, ne? Und wenn sie sich da beweist, dann bin ich der Letzte, der sagt, die hat keine Chance verdient. Dann bin ich der Erste, der sagt, okay, du hast die Chance verdient, kannst du um den NXT-Title kämpfen. Wenn die da auch überzeugt, super, hat sie einen Title-Run und so weiter. Dann kommt sie in den Main-Shows, überzeugt dort und dann hat sie auch diesen Heat nicht mehr. Sie kriegt ja diesen Heat ja nicht deswegen, weil sie zu gut ist oder so. Sie kriegt den Heat, weil sie so schlecht ist. Und einfach im Vergleich zu den anderen es einfach nicht verdient hat, diesen Spot zu kriegen. Genau wie bei Roman Reigns. Ich würde jetzt aber persönlich erstmal abwarten mit Eva Marie, denn der Main Event, wo wir dann später drauf kommen, der Main Event an sich und das, was nach dem Main Event passiert ist, lässt ja darauf schließen, dass Eva Marie jetzt erstmal raus ist aus dem Titelpicture. Hoffentlich. Aber da werden wir dann später zu kommen. Ich würde Genau. sagen, wir gehen dann jetzt erstmal ein bisschen weiter. Oh ja, und zwar gab es ein Video, was. Ach. Da war ich einfach nur glücklich. Und zwar, die Rückkehr von Sami Zayn wird beworben. Na, warte, 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 du hast immer ein bisschen was übersprungen. Was denn? Du hast zum Beispiel das Video von Elias Samson übersprungen, Echt? Okay. was richtig geil war. Stimmt. Hast du es gesehen? Nee. Das, wo er da gesungen hat? Habe ich nichts Das war gesehen. auf jeden Fall richtig geil. Also, das war einfach top gemacht. Solltest du ihn dir nochmal angucken? Ich fand das richtig geil. Guck ich mir auf jeden Fall nochmal an. Und er hatte halt so ein bisschen so, wie nennt man das? Wie kann man das nennen, wenn man. Er hat halt über Sachen gesungen, wo man genau wusste, was er meint. Also er hat zum Beispiel über It Started With a Man gesungen und dann He Lost His Friend and Got Redemption. Und da wusste man halt schon, okay, mit Started With a Man meint er Rollins, also Seth Rollins als NXT-Champion. Und er hat halt quasi über alle NXT-Champions gesungen, nur halt ein bisschen, er hat sie nicht direkt angesprochen, sondern er hat nur über das gesungen, was sie so auszeichnet. Er hat zum Beispiel über Demon gesprochen oder gesungen. Für Finn Balor, er hat über Gravity gesungen, womit er Neville meint. Und auch irgendwas mit Big Ending, wo er natürlich Big E meint. Und das war schon richtig geil, fand ich. Und dann am Ende hat er sich halt selbst als Lösung, sage ich mal, noch besungen. Und fand ich richtig geil. Also sowas, da hat man sich richtig Mühe gegeben. Und ich freue mich, wenn er dann irgendwann kommt mit seinem neuen Gimmick. Ich habe es mir jetzt gerade ganz kurz angeguckt, finde ich echt nice. Also, während du Also geredet hast. ich fand's richtig geil. Ich habe es auch gerade kurz gesehen. Sehr cool, sehr, sehr cool.
Dann soll es eigentlich ein Match zwischen Asuka und Dana Brooke kommen. Es gab ja vorher ein, ja, kleines Videoausschnitt zu ihrem Match. Das Match war nicht, wie gesagt, nicht schlecht. Ich fand es richtig, dass Asuka gewonnen hat, weil es war ihr erstes Match. Sollte eigentlich das Match stattfinden, aber Emma kam Die gute Emma kam. und attackierte die. Emma in einem geilen Outfit. Hat irgendwie zu ihr gepasst, so mit den Handschuhen und mit dem Kapuzenpullover. Fand ich irgendwie, hat zu ihr so gepasst als Heel. Und ja, allgemein, was kann man dazu sagen? Ich gehe mal davon aus, dass es auf Asuka gegen Emma hinauslaufen wird. Ja. Entweder nächste Woche oder bei Takeover. Und ich glaube, das Match wird gut, weil Emma ist eine gute Wrestlerin, Asuka sowieso, von daher freue ich mich sehr auf dieses Match. Das Match gegen Dana Brooke fand ich ja auch absolut göttlich. Ja. Und das wird, denke ich, auch ähnlich stark. Ja, und Asuka macht auch ihren Job teilweise, und zwar hilft sie den beiden, sich zu verbessern. Und das finde ich gut. Ja, und dabei glänzt Asuka auch noch selber. Und das ist das Geile. Das ist Es richtig. schadet, es wird einfach niemandem geschadet dabei. Perfekt. Einfach perfekt. Also, aber ich denke mal, wir hören auf, NXT langsam zu loben. Oder sollen wir weiter loben? Ach, wir loben eigentlich jede Woche, Das ist wenn richtig. NXT-Ausgaben kommen. Das ist richtig. Gut, Gut, dann hat Tom das Phillips ein. Interview mit Bailey, ich weiß nicht. Fand ich gar nicht so schlecht, weil sie hat gesagt, dass Eva mal hübsch sei, Reality Star und Management in den Rücken. Aber es gibt einen Unterschied, und zwar, dass Bailey eine Wrestlerin ist und Eva Marie nicht. Und sie wird einfach zeigen, warum sie NXT Champion ist. Thank you, Bailey. Ja, war eine gute Promo, sie hat auch prinzipiell die Wahrheit erzählt, ganz klar. Und Richtig. hat auch nochmal ganz genau positioniert, was eh jedem klar war, dass sie einfach die Kämpferin ist, die Championess, die sich alles erarbeitet hat mit Match of the Year-Kandidaten gegen Sasha Banks. Und Eva Marie ist halt Heel, die hat halt das Nichts. Management im Rücken und kriegt halt das Titelmatch einfach so. In den Arsch geschoben. Richtig. Und Okay. hat sogar noch Nia Jax an der Seite. Richtig. So, dann, was ich gerade So, angekündigt habe, jetzt. das Video von Sami Zayn. Yes. Also jetzt steht auch für mich fest, dass er logischerweise bei einer regulären NXT noch kommen wird. Ich weiß nicht, oder gibt es vor Takeover nochmal Tapings? Nein. Oder ist schon alles Alles getaped? getaped. Okay, dann ist er doch nicht gekommen. Dann wird er Ich nach glaube, Takeover der kommen. wird bei Takeover zurückkommen. Glaube es schon. Ich kann mir es gut vorstellen, aber ich kann mir jetzt Das nicht könnte auch vorstellen. sein, ja. Ich glaube aber nicht, dass er lange bleibt, weil an sich Sami Zayn gehört in den Main Roster. Der muss auch Ich langsam da hoffe, rein. er wird noch eine Weile bleiben. Also was heißt eine Weile? Ich hoffe, er bleibt noch ein bisschen, dass er wenigstens noch mal ein Titelmatch gegen Finn Balor haben wird. Boah, das wäre auch geil. Aber obwohl ich sagen muss, ich würde Sami Zayn und Finn Balor jetzt schon ins Main Roster bringen. Also Finn Balor, da muss man sehen, wie es aussieht mit Joe und so weiter. Aber bei Sami Zayn finde ich, der ist jetzt schon so lange bei NXT. Der ist schon seit fast 3 Jahren schon in NXT. Und na, da muss man ihn langsam mal ins Main Roster bringen. Und er hat es auch verdient. Also Sami Zayn muss sich nicht beweisen. Der ist over bei der Crowd. Und deshalb finde ich gut, dass er bei NXT zurückkehrt. Vielleicht noch ein paar Matches macht. Aber ich finde, dass er dann bald auch zu Raw gehen sollte und dann halt geile Matches, geiles Unterhaltung, Micwork und so weiter unterhalten kann. Also Sami Zayn ist für mich einer der besten Gesamtpakete aktuell in der WWE. Das beste Gesamtpaket. Dahinter würde ich Owens stellen. Ja, es wurde tatsächlich schon NXT getaped bis Dingens. London. Und wenn ich mir das durchgucke, nee, Sami Zayn ist da noch nicht returned. Nee, gut, dann wird er bei Takeover kommen. Oder spätestens nach Takeover, falls Joe Champion wird. Vielleicht killt er ein bisschen Finn Balor. Und Sami Zayn stellt ihn dann zur Rede, was dann die nächste Fehde einleitet. Stimmt, Zayn gegen Joe wäre auch geil. Damit haben wir dann Baylor erstmal raus, der dann dadurch als Überraschungskandidat in Rumble kommen könnte. Und gewinnt. Ja, in der Traumwelt ja. Lass mich träumen. Aber gut. Wie gesagt, wir beide freuen uns auf Sami Zayn und das wird geil.
Und ich hoffe, der verletzt sich dann nicht mehr. Ah, okay. Ja, ich lese gerade die Tapings. Interessant, ja. Spoiler nicht. Gut. Nee, ich spoiler nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt mal weiter und zwar zum nächsten kurzen Match, würde ich mal sagen, und zwar Apollo Crews gegen Jesse Sorensen. Ja, der ehemalige TNAler. Keine Ahnung. Jesse Sorensen. Ja, war mal bei TNA, aber war da nichts Besonderes. Ist jetzt bei NXT nichts Besonderes. Aber so vom Look her und vom Können kann er irgendwann mal bei NXT kommen und so ein bisschen in der Midcard was machen. Aber natürlich gegen einen Cruise oder so hat er da überhaupt gar nichts zu suchen, finde ich. Und hat dir zu Recht nach 2 Minuten verloren. Richtig. Und ich finde, die Promo danach fand ich auch sehr, sehr gut, weil Crews relativ ernst wurde, gesagt hat, dass er die Challenge annimmt und bei Takeover ihn fertig macht. Sehr geil. Genau. Dann hat noch Corbin kurz eine Antwort gegeben und gesagt, dass die Apollo Nation in London fallen wird. Ja. Spoiler wird zynisch. Ja. Spoiler, letzte Woche fand ich Also ich auch. gehe zumindest nicht von aus. Letzte Woche hat auch Corbin auch eine Promo gehalten. Die fand ich zum Beispiel sehr gut von ihm. Muss ich sagen. Die hat mir echt gut gefallen. Also Corbin macht sich. Aber Ja, er ist ich noch. kann immer noch nicht viel mit dem anfangen. Ich Aber er ist finde noch ihn grüner, der noch ein Neuen. bisschen zu farblos. Das auch. Ja, dann Ja, dann kam. Charles Robinson. Oh mein Gott. Ja, der kam zum Ring und wurde als Mann angekündigt, der dafür sorgen soll, dass im Main Event nichts schief läuft. Okay. Als nächstes dann göttlich Samoa Joe gegen Tommaso Ciampa wird für die nächste Woche angekündigt. Wird auch Das nice. wird ein geiles Match. Genau. Das wird göttlich, das Match. Und dann kam der Main Event. Genau, und zwar Eva Marie gegen Bayley um den NXT Women's Title. Deine Meinung? Mein Highlight an dem Match war der Typ in der ersten Reihe, der ein Buch gelesen hatte. Der war so geil, der Typ. Ich glaube, Eva Marie hatte Bayley oder so in einem Hold oder so und der packt da sein Buch aus. Also, ich hab's gefeiert. Oh Gott, ey. Ansonsten, was kann man sonst noch sagen? Nia Jax hat öfters mal eingegriffen für Eva Marie. Hat dann auch den Referee ausgenockt und Charles Robinson kam dann. Gut. Ja, was ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Das Match war nicht lang. Das war es für ein NXT Main Event eigentlich relativ kurz. Das ist richtig, aber das war auch nicht das Relevante. Ich fand das Match. Naja. Fand's Ich nicht fand's gut. eigentlich echt nicht schlecht. Ich Aber fand's es nicht waren wieder gut. zu viele Holds, was Eva Marie gerne macht. Ich fand's nicht gut. Ich fand's auch nicht. Ich fand's mega merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Ich fand's Ja. komisch. Das ist Ja, einfach meine ja. Meinung. Eva Marie ist irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich. Ob sie das mit Absicht macht. Ob sie mit Absicht so viele Holds ausführt, um einfach noch mehr ausgebuht zu werden, weil sie einfach das Match verlangsamt. Oder ob sie das einfach macht, weil sie nichts anderes kann. Ich glaube, sie kann nichts anderes. Weil. Ich weiß es nicht. Wenn man. Ich vertraue der NXT, dass die sagen, hier, die hassen dich eh schon, also bringen sie noch mehr auf die Palme und zeig mal ein paar Holds mehr. Könnte ich mir vorstellen, weil NXT ist eigentlich smart in sowas. Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie, wie gesagt, von Eva Marie bin ich gar nicht überzeugt. Wie gesagt, wenn man sie mehr Zeit gibt. Kann sie was werden, aber aktuell ist sie für ein Main Event überhaupt nicht aufgehoben bei NXT. Ist nett. Aber wie gesagt, sie hat jetzt hier verloren, trotz Eingriffe von Nia Jax. Das ist ein Zeichen. Und Ja, Bayley gewann auch via Belly Belly to to Belly Belly. gab's. Genau. Zweimal, soweit ich das weiß. Und nach dem Und. Match, das war ja Belly to Belly Superplex sogar. Stimmt. Ja. Und ja, nach dem Match wird dann Belly noch von Nia Jax attackiert, was jetzt auch für mich ganz klar heißt. Bayley gegen Nia Jax bei London. Und Eva Marie Richtig. ist raus aus dem Titelrennen. Sehr gut. Ja, haben wir auch Vorerst. ein bisschen erwartet, kann man sagen, dass eventuell
diese Fehde gibt, obwohl man sagen muss, es ist schon sehr früh für Nia Jax, wenn man überlegt, wie lange sie jetzt eigentlich in der WWE bzw. bei NXT ist. Sie wurde zwar lange angeteasert, 3 Wochen? aber. 2 oder 3 Wochen? Monat, würde ich sagen, weil sie ist ja nach Takeover, glaube ich, soweit ich weiß, debütiert und ist jetzt so lange dabei, aber hat jetzt auch keine krassen Matches. Sie hat ja nur Squash-Matches gezeigt Das und kann ich mal schnell überprüfen. ja, auf jeden Fall sind nur Squash-Matches eigentlich nur gezeigt und ja, jetzt ist sie im Titelrennen drin, auch nichts Schlechtes. Und jetzt bin ich mal gespannt auf dieses Match, weil von Nia Jax habe ich persönlich nicht viel gesehen. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Niveau, was die letzten Takeovers immer waren, also dass dieses Match wird, da bin ich mir sicher, nicht so gut sein wie Sasha Banks gegen Bayley bei Takeover Respect. Reden wir bei Nia Jax nur von NXT-Matches, die ausgestrahlt wurden, dann ist sie seit ein bisschen mehr als einem Monat da. Also 8.10., also 6, 7 Wochen. Auf jeden Fall kann man sagen, bei Nia Jax, ja, wir haben nicht viel von ihr gesehen. Ich will aber auch nicht urteilen, weil wir haben halt nicht viel von ihr gesehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei Takeover sein wird. Wird sie überzeugen oder wird sie floppen? Da bin ich mal gespannt. Also, ich glaube beides nicht. Also, ich glaube, das wird ein ordentliches Match, aber das wird jetzt kein Klassiker und es wird jetzt aber auch nicht übelst scheiße. Ich denke, es wird so ein Mittelding. Falls ihr euch wundert, das Und Telefon hat gerade bei mir geklingelt, deshalb Entschuldigung für den Ton. habe ich nicht gehört. Okay, gut. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Gut, ja, wie Und gesagt. Bailey wird hoffentlich gewinnen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Außer man lässt sie verlieren und dann geht Bayley ins Main Roster, aber obwohl, das passt aktuell auch nicht ganz. Weil. Nee. Ein bisschen länger warten, Glaub, dann. also ich glaub's auch nicht, weil allein, ich glaube, Bailey wird richtig verhauen in den im Main Roster. Allein schon ihr Gimmick wird so drauf gehen. Leider. Obwohl Bayley einfach so ein geiles Gimmick hat. Ich finde das Gimmick richtig cool. Also was NXT Ich auch. daraus gemacht hat, war richtig stark. Ja, das ist. Kam am Anfang ziemlich beschissen vor, das Gimmick, aber die verkaufen es einfach gut. Genau. Okay, das war es eigentlich so ziemlich wahr. Wir kommen erstmal zum Fazit. Fang an. Ja, was war mein Highlight der Show? Erstmal fangen wir mal so an. Ich glaube, es gab kein wirkliches Highlight für mich. Ich glaube, die NXT-Show an sich war einfach insgesamt gut. Würde ich jetzt behaupten. Und wie gesagt, gute Ausgabe. Es gab jetzt nichts, was ich scheiße fand. Es gab jetzt. Oh doch, mein Highlight war das Musikvideo. Das fand ich am geilsten. Das war einfach richtig gut produziert. Und man hat sich richtig viele Gedanken dazu gemacht. Ansonsten, matchtechnisch war das nicht so dolle. Also da gab es jetzt nichts wirklich Gutes. Aber das muss es auch nicht sein. Dafür wurden halt zig Stories weitergebracht. Und ich freue mich auf Ciampa gegen Joe nächste Woche. Okay, mein Fazit. Die NXT-Ausgabe fand ich auch nicht schlecht. Die war auch wieder super. War kein krasses Highlight für mich da. Aber es war allgemein gut gemacht. Die Vertragsunterzeichnung, Fäden wurden aufgebaut und so weiter und so fort. Deshalb kann ich auch sagen, war eine gute NXT-Aufgabe. Aufgabe, genau. Ausgabe. Und ja, hat Spaß gemacht. So, nochmal zurück. Ja, wurde ich kurz unterbrochen. Entschuldigung. Wie gesagt, mein Fazit. Ja. Hat mir auf jeden Fall super gefallen, NXT, war sehr cool und ja, freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Und ja, Ciampa gegen Joe wird, denke ich mal, gut und wie es mit den anderen Fäden weitergeht, das werden wir auf jeden Fall sehen. Ich weiß es schon. Aber ich schaue mir es trotzdem an, logischerweise. Ich weiß es nicht, aber ich freue mich drauf. Obwohl ich sagen muss, bei Joe gegen Ciampa kann ich mir schon vorstellen, wer gewinnt. Aber das ist jetzt egal. Ja gut, das ist klar. Da würde ich mal sagen, sehen wir uns dann bei der Raw Review wahrscheinlich wieder. Und da würde ich mal sagen, bis dann, haut rein und ciao. Wir singen.